Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4. Der Danny spielt das hier aus München Hauptbahnhof mit mir zusammen auf dem PC. Ja, wir haben heute die Aufgabe, unseren RE9 bis nach Augsburg zu fahren. Eigentliches Ziel dieses Zuges ist Ulm Hauptbahnhof. Da kommen wir aber leider nicht hin und infolgedessen werden wir halt bis Augsburg fahren. Und ich würde jetzt den Fotomodus beenden und dann werde ich euch ein wenig zeigen. Also wir stehen an Gleis 17, wie ihr seht, wie auch lesen könnt. Und ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar damit. Gleis 17 steht RE9 nach Ulm Hauptbahnhof über Gessertshausen. Abfahrt 7.40 Uhr. Zug steht in den Abschnitten A bis D. Bitte einsteigen, die Türen schließen automatisch. Vorsicht bei der Abfahrt. Ja, genau. Das wäre nämlich jetzt, das sind nämlich wieder mal Bordansagen, die ich für euch mitgebracht habe. Hier für die Strecke Hauptstrecke München-Augsburg. Und wir können abfahren, nächster Halt München-Pasing. Genau. Das sind natürlich die Bremse lösen, sonst bringt es nichts. Ich lasse bei diesem Zug die oder bei dieser Lok die Sie verweckt, die geht mir nämlich tierisch auf den Nerven, um das mal milde auszudrücken. Dann werden wir gleich noch eine weitere abspielen. Das aber gleich. So, und zwar. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu unserer Fahrt mit dem RE9 nach Ulm Hauptbahnhof. Über Augsburg Hauptbahnhof, Dinkelscherben und Gessertshausen bis nach Ulm Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ladies and Gentlemen, we welcome you to our journey on the RE9 to Ulm Central Station. Via Augsburg Central Station, Dinkelscherben and Gessertshausen to Ulm Central Station. We wish you a pleasant journey. Ja, wunderbar. Nächster Halt München-Pasing. Das wäre dann die nächste Ansage. Die kann aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Das wird auch alles automatisch gemacht. Das kann ich euch versprechen. Verlasse ich weg. Ist mir irgendwie bei dieser Lok gefällt die mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Höfen 130, den Block ein wenig aufschalten. Gestern habt ihr ja dann schon gesehen, Hamburg-Lübeck und heute für München-Augsburg. Also wirklich fantastische Arbeit von Manni. Muss ich an dieser Stelle wirklich, kann ich nicht anders sagen. Und aller Fans.
leicht bergauf. So, dann kommt aber gleich irgendwann dann noch wieder die Stelle, wo 60 ist. Das heißt, eigentlich braucht man gar nicht so weit aufschalten. Gleich eh wieder bremsen müssen. Dürfte jetzt funktionieren. Wir könnten eigentlich folgende Ansage abspielen. Nächster Halt, Pasing. Umstiegsmöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr, zur S-Bahn sowie zur Stadtbahn. Bitte achten Sie auch auf die Zugzielanzeiger und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Next Stop, Pasing. Change here to regional and long distance services, to the S-Bahn, as well as to the tram. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Please exit the train on the left in the direction of travel. Wunderbar! So klappt das doch super. Also ihr könnt das am besten auf automatisch gesteuert lassen, das Ganze. Weil dann nämlich automatisch die Ansagen praktisch dann vorgespult werden. Also die gehen automatisch weiter. Ihr braucht ja wirklich nur die Taste B drücken, um das Ganze abzuspielen. Also so ungefähr ab einem gewissen Abstand zum Bahnhof und auf einer gewissen Geschwindigkeit, ich glaube 78 Meter, muss man vom Bahnhof, darf man vom Bahnhof nur noch entfernt sein. Und 30 km/h nur noch fahren, dann springt das automatisch auf die nächste an, auf den Halt, der dann vorsteht. Und das mit dem Bremsen bei den Loks, da muss ich echt noch lernen. Sei es die 112, sei es die 143. Das ist. Das kommt auch daher, die fahre ich nicht so oft. Daran wird es liegen. Aber ja. Ich glaube, hoffe, das ist nicht ganz so tragisch. Wie gesagt, die beiden fahre ich halt nicht so oft. Aber es können trotzdem alle aussteigen, das ist das Wichtigste. Ich werde mit Quitschi nach Mammendorf, S3. Sehr, sehr schön. So, wir dürfen die Türen verriegeln und dann ja, schon wieder Ausfahrt. Wunderschön. Auf geht's. Nächster Halt, Mehring. Natürlich, Bremse lösen, macht Sinn. So, dann 60, erstmal 30. Das hat jetzt zu sehr Matschlupf. Ihr seht das. Thank you.
man wirklich vorsichtig behandeln hier. So, 37 Kilometer bis Mehring, schon ordentlich Abstand. Und die nächste Kutschi. So, 60. Natürlich nicht so eine Beschleunigung wie der Quitschi, der hat viel mehr Gewicht hinten dran. Muss man natürlich bedenken. Mehr als 120 fährt er ja sowieso nicht. Von daher brauchen wir die 160 gar nicht anpeilen. So, die letzten werden die ersten sein. In dem Fall wir. Jetzt die Quitschi nämlich hier ihren 20-Stopp hat. Wunderschön. Wunderschön. So. Hier sind dann noch die Halte. Kommt noch Mehring. Mehring sagt Afra, Kissing, Augsburg, Buchzoll, Augsburg, Braunstädter Straße, Augsburg, Bahnhof, den wir gegen 8.26 Uhr erreichen sollen. Das heißt, die nächsten Halte sind dann nicht mehr ganz so weit. Ab Mehring. Aber von München nach Mehring ist es schon mal ein Stück, das ist halt so. Beide Strecken vorstellen. Und hier dann beide Strecken, die ja, man gehört hat, wie das ist, gesehen habt, wie das Ganze ist und ja, euch dann euer eigenes Bild machen könnt. Hallo IC3. Ich glaube, wir sind zu vernachlässiger, würde ich jetzt einfach mal sagen. Zwar eine Schnellfahrstrecke und so weiter, aber wir haben kein Fernverkehrszug, mit dem wir hier mal locker 200 fahren können. Also mit der 143 ist das nicht mal im Simulator zu realisieren. Zwar das Ganze aufgrund des Geschwindigkeitswählers. Der geht immer halt nur bis 120 und ja, dann ist Schluss. Yeah.
wunderschön. Die Sonne so langsam aufgeht, einfach traumhaft. Da das ein Fahrplanszenario ist, sieht hier oder ist hier der KI-Verkehr auf jeden Fall garantiert, würde ich mal sagen. Ihr habt ja gesehen, in München stand einiges rum, es sind uns schon einige Küchis entgegengekommen, ein Fernverkehrszug. So, wir werden auf 120 runter geregelt, das sollte für uns kein Problem sein. Kütieren das Ganze trotzdem mal, man weiß ja nie. Ring. 8.07 Uhr sollen wir dort ankommen. Von einem Fernverkehrszug geholt werden. Und die fahren da in der Mitte, das ist ja das Schöne hier. Kommt schon der erste in die Gegenrichtung. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. In München standen ja noch zwei nebeneinander. Also das mit den Andamen, muss ich wirklich sagen, gefällt mir wirklich. Das sollten sie wirklich. Also lieber Manni, falls du das Video siehst, erstmal vielen recht herzlichen Dank für die richtig tollen Mods, muss ich mal an dieser Stelle loswerden. Ein absolutes Dankeschön. Also ich verneige mich wirklich vom allerfeinsten. Solltest du das noch auf weitere deutsche Strecken ausweiten, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du das nahezu auf alle Strecken, also zumindest auf alle deutschen Strecken ausweiten könntest, wenn das möglich wäre. Dann wäre ich dir sehr, sehr dankbar, auch für die Fernverkehrszüge. Also das ist wirklich absolut top. Also wenn du das machen könntest, mega. Bis zu unserem nächsten Halt, Mehring. Dafür jetzt gleich nur 7 Minuten Zeit, aber das Ganze pünktlich schaffen, ist die nächste Frage, aber ja. Da steht die nächste S-Bahn. Ja, die fährt sogar in untere Richtung. Anscheinend noch rot, steht in
Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Wunderbar. Wunderschön. Ich liebe sowas. Ich liebe die Strecke einfach. Genau deswegen. Da halt Zugbildung vorkommen durch Fernverkehr, das ist wirklich traumhaft, das muss man einfach so sagen. Fahren natürlich direkt nach Augsburg. Die halt nicht in Mering und so weiter. Logisch. Also wenn das Ganze noch auf die Fernverkehrszüge und auf alle weiteren deutschen Strecken, zumindest auf die Hauptstrecken, ausgeweitet werden würde, das wäre schon echt großartig. Also Rhein-Ruhr, Rhein-Borsten. Vielleicht auch noch, wo ich mir das gut vorstellen könnte, eventuell Main-Talbahn, wäre vielleicht noch eine Idee. Kassel-Würzburg, ja, dann aber bitte für den Feldverkehr. ICE-IC, ja, also da könnte ich mir das schon echt gut vorstellen. Wenn es dafür auch noch weitere Ansagen-Mods geben würde. Jedenfalls meine Meinung. So, da steht auch wieder eine S-Bahn. Also KI-mäßig sind wir hier bestens versorgt, würde ich sagen. Gibt es nichts zu meckern. Dann Hofzoll und Hornstädter Straße.
mal gleich bereit machen für die ein oder anderen Geschwindigkeitsbeschränkungen, die mit Sicherheit auf uns zukommen werden. So, das war besser mehr zu bremsen. Fahrtrichtung links. Please exit the train on the left in the direction of travel. Ja, wunderbar.
Naja. Verzeiht mir bitte. Ganz pünktlich geschafft den Halt, ist halt leider so. So, nächster Halt. Oh nee, was ist jetzt wieder los? Als Ehring sein. Afra? Nächster Halt. Mehring St. Afra. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Next stop. Mehring St. Afra. Please pay attention to the distance between the train and the platform. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Please exit the train on the left in the direction of travel. Wunderbar. Das mit dem Bremsen muss ich echt lernen. Das ist so eine Sache für mich bei den Loks. Ich kann es nicht ändern. So, wir sind ein bisschen delayed. 4 Minuten. Boah. Nun ja. Es ist halt so. Schön für Rieger. Nächster Halt. Kissing! Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante.
dann auch nicht weit weg sein. Braunsteiger Straße ist auch relativ nah an der Hauptbahnhof E. Nächster Halt, Kissing. Next stop, Kissing. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Please exit the train on the left in the direction of travel. Schönes Tool, das muss man an dieser Stelle einfach nochmal sagen, also im allerfeinsten. Da steht da vorne ein Fernverkehrszug oder? Kann eigentlich nicht sein. So, Kollege, du hast aber jetzt einen strammen Schritt vor euch, weil sonst wird es echt eng, wenn ihr alle noch mitfahren wollt. Es wird echt eng. Ich würde sagen, schafft ihr nicht mehr. Nächster Halt, Hochzoll. Hochzoll-Ronstädter Straße und Hauptbahnhof.
So, kleine Unterbrechung. Aber weiter geht's. Immer noch auf dem Weg mit unserem RE9 auf dem Weg nach Augsburg Hauptbahnhof. Und ich denke, wir können aber schon mal ein bisschen mehr ausschalten. Es sind ja immerhin noch 4,8 Kilometer bis zum Zoll. Nicht zu viel, sonst meckert die wieder. Das wollen wir auch nicht. Die Sonne kommt raus, wie geil. Da seht ihr sie. Wunderschön. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Was ein schönes Bild. Doch glatt mal Fotomodus wert. Ach, das ist vielleicht ein Tacken zu viel. So, das ist doch einfach nur ein saugeiles Bild. Das ist doch einfach nur ein wunderschönes Bild. Wunderschön. So, wir nähern uns Hochzoll. Das heißt, die nächste Ansage ist gleich fällig. Nächster Halt, Hochzoll. Next Stop, Hochzoll. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Please exit the train on the left in the direction of travel. Wunderbar. Vorbremsen, damit ich mich nicht wieder so total verbremse wie in den ganzen anderen Halten. So, willkommen im Hochzoll. Doch mal echt gut aus jetzt, so dass man so hingekriegt hat. Wunderbar, wunderbar. Wenigstens einigermaßen gescheit jetzt. So. Das mit dem Sonnenaufgang finde ich richtig geil. Das ist wirklich, sowas gefällt mir. Stehen wir hier mit unserem RE9. So, können die Türen verriegeln.
Derweil die Bremsen lösen. Dann können wir uns auf den Weg nach Hornstädter Straße machen. Morgen! Der Gegenzug kommt um 8.48 Uhr Richtung München. So, Hornstädter Straße sollten wir 8.23 Uhr ankommen, das wird ein wenig später heute. So, nächste Ansage. Nächster Halt, Hornstädter Straße. Next Stop, Hornstädter Straße. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Please exit the train on the left in the direction of travel. Wieder links aussteigen, wunderbar, beziehungsweise links die Tür öffnen. Hornstädter Straße oder an der Hornstädter Straße. Nicht in, sondern an, das kann man glaube ich besser sagen. Und das nenne ich doch meine Punktlandung. So, ich bin mal gespannt, was jetzt hier auf Anzeigetafel steht. 7 Minuten? 6 Minuten, was geht ja noch? Vielleicht holen die Kollegen das ab Augsburg ja wieder auf bis Ulm, wer weiß. Möglich ist alles. Ich wünsche den Kollegen auf jeden Fall viel Glück, das wieder einzuholen oder aufzuholen. So, ich verringere links die Türen. Und schalten langsam auf.
Das heißt, mehr als 40 werden wir sowieso nicht fahren. Bleiben wir auch bei 40 einfach. So, wir können ja jetzt auch folgende Ansage schon wieder abspielen. Moment. Nächster Halt, Augsburg Hauptbahnhof. Umstiegsmöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr. Bitte achten Sie auch auf die Zugzielanzeiger und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Unser Zug fährt weiter über Gessertshausen, Dinkelscherben und Günzburg bis nach Ulm Hauptbahnhof. Next stop. Augsburg Central Station. Change here to regional and long distance services. Our train continues via Gessertshausen, Dinkelscherben and Günzburg to Ulm Main Station. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Please exit the train on the right in the direction of travel. Ja, wunderbar. Damit hätte man dieses Szenario dann auch erledigt. Vielleicht nicht so hundertprozentig, wie das Ganze sein soll, beziehungsweise nicht so hundertprozentig pünktlich, vielleicht auch nicht so ganz ohne Fehler, aber ich bitte dies zu entschuldigen und verbuch das mal unter menschlich. Ziel erfüllt, Türen öffnen und dann werden wir jetzt folgende Ansage abspielen. Gleis 7, Einfahrt RE9 nach Ulm Hauptbahnhof, weiter über Gessertshausen, Jettingen und Günzburg. Abfahrt 8.26 Uhr. Zug hält in den Abschnitten C bis E. Vorsicht bei der Einfahrt. Ja, wunderbar. Das war also die letzte Ansage dieses Szenarios. Und Abschnitte C bis E stimmt. Gleis 7 schauen wir auch. Stimmt auch. Und ja, wir sind ein wenig verspätet. Aber das ist halt so. Ich hoffe, dieses Szenario hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir schließen jetzt hier noch die Türen. Und dann war's das mit diesem Szenario. Mit Ansagen von Manni. Genau. Ja, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Sonntag, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Woche vor allem. Ihr hört mich dann spätestens nächste Woche wieder in einem der nächsten Videos. Wäre schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe doch auf zahlreiches Aufrufen, ich hoffe auf zahlreiche Kommentare, vielleicht auch auf zahlreiche Daumen hoch. Das war das zweite Video mit Ansagen von Manni mit dem FIS-Tool. Wo ihr das Ganze findet, habe ich euch gestern schon unter dem Video gepackt. Informiert euch, wie ihr das alles installiert und so weiter, was ihr alles braucht. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert es bitte. Ich versuche da mal Möglichstes. Bleibt sauber, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.